Sprecher. Meine Damen und Herren, lassen Sie uns in ein Thema eintauchen, das mich schon seit geraumer Zeit beschäftigt. Heute werde ich die Doppelmoral und Lügen der Grünen aufdecken, der selbsternannten Vorkämpfer für Umweltschutz und Frieden. Ja, Sie haben richtig gehört. Die Grünen haben sich schon immer als die grünen umweltfreundlichen Helden präsentiert. Sie sprechen davon, den Planeten zu retten, CO2-Emissionen zu reduzieren und all das. Aber hinter den Kulissen sieht es ganz anders aus. Beginnen wir mit Ihrer Haltung zu russischem Gas. Erinnern Sie sich noch an die Zeiten, als die Grünen vehement gegen die Nutzung von russischem Gas waren? Nun, es scheint, als seien diese Tage längst vorbei. Jetzt behaupten Sie, dass Putin schuld am Zusammenbruch der Wirtschaft sei, obwohl Gas durch die verbleibende Nord Stream Pipeline geschickt werden könnte. So viel zur Heuchelei. Sie predigen Unabhängigkeit von russischem Gas, haben aber kein Problem damit, die Schuld auf Putin zu schieben, wenn es ihren Interessen dient. Und was ist mit Ihrer Umweltpolitik? Sicher, Sie reden viel über erneuerbare Energien und den Schutz der Natur. Aber wenn es um konkrete Maßnahmen geht, sind Sie nicht so grün, wie Sie behaupten. Ihre Unterstützung für industrielle Großprojekte, die lokale Ökosysteme und Gemeinden schädigen, ist ein eklatanter Widerspruch. Es ist, als hätten Sie Ihre eigenen Grundwerte vergessen. Dann ist da noch das Thema Transparenz. Die Grünen kritisieren andere Parteien oft für mangelnde Transparenz und Korruption. Aber sie sind selbst nicht gerade Heilige. Es gab zahlreiche Fälle, in denen Schlüsselfiguren der Grünen in Skandale und zwielichtige Machenschaften verwickelt waren. Es geht darum, ein sauberes Image zu projizieren, während man den Dreck darunter versteckt. Sprechen wir über Ihre Versprechen. Oh, die Versprechen. Sie machen große Versprechungen, um Stimmen zu gewinnen, aber Sie halten sie selten ein. Ob es um die Senkung der Steuern für die Mittelschicht oder die Verbesserung des Gesundheitswesens geht, Ihre Erfolgsbilanz bei der Einhaltung von Versprechen ist ziemlich düster. Was ist also die Quintessenz? Die Grünen mögen an der Oberfläche wie die Retter des Planeten und des Friedens aussehen. Aber wenn man ein wenig tiefer gräbt, findet man eine Partei, die von Heuchelei, Lügen und Doppelmoral geplagt ist. Es ist an der Zeit, dass wir sie zur Verantwortung ziehen und ihnen nicht einfach nur aufs Wort glauben. Das war's für den heutigen Tiefensprung. Wenn Sie dies aufschlussreich fanden, vergessen Sie nicht, den Daumen hoch zu drücken, zu abonnieren und die Benachrichtigungsglocke zu läuten. Bleiben Sie dran für weitere Enthüllungen und lassen Sie uns weiterhin alles hinterfragen. Bis zum nächsten Mal. Passen Sie auf sich auf. MEM, deutsche Übersetzung für YouTube-Videosprecher. Die Grünen positionieren sich gerne als Vorreiter der Energiewende. Doch auch hier verbirgt sich eine Schattenseite, die oft übersehen wird. Windräder, das vermeintliche Symbol grüner Energie, sind keineswegs ohne Umweltprobleme. Tatsächlich belasten sie die Umwelt und zerstören unsere Natur. Szene 2. Sprecher Windräder stellen eine erhebliche Gefahr für die Tierwelt dar, insbesondere für Vögel und Fledermäuse. Kollisionen mit den Rotorblättern führen zu massiven Verlusten in den Tierpopulationen und gefährden so die biologische Vielfalt. Szene 3. Sprecher. Darüber hinaus verursachen Windräder eine erhebliche Lärmbelästigung, die die Lebensqualität der Anwohner beeinträchtigen kann. Der permanente Lärm der Rotoren kann sowohl physische als auch psychische Belastungen hervorrufen, die das Wohlbefinden der Menschen in der Nähe von Windparks massiv einschränken. Szene 4. Sprecher. Der Bau von Windparks erfordert immense Flächen, was zu einer massiven Zerstörung von Lebensräumen führt. Wälder und Wiesen weichen diesen gigantischen Strukturen mit gravierenden Folgen für die lokale Flora und Fauna. Der Landschaftscharakter wird unwiederbringlich verändert. Szene 5. Sprecher. Des Weiteren hinterlässt die Herstellung und Installation von Windrädern einen erheblichen ökologischen Fußabdruck. Die Produktion der Komponenten wie Rotorblätter und Türme verschlingt große Mengen an Energie und Rohstoffen. Diese werden oft unter umweltschädlichen Bedingungen abgebaut, was die Umweltbilanz der Windräder zusätzlich belastet. Szene 6. Sprecher. All diese Faktoren werfen die Frage auf, sind Windräder tatsächlich so umweltfreundlich, wie sie dargestellt werden?
Oder erleben wir hier eine weitere Facette der Doppelmoral, die wir bei den Grünen allzu oft beobachten? Szene 7, Sprecher. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir die gesamte Wahrheit kennen und nicht nur auf die glänzende Fassade hereinfallen. Nur so können wir fundierte Entscheidungen treffen und wirklich nachhaltige Lösungen für die Energieversorgung finden. Szene 8. Sprecher. Falls Sie diese Informationen aufschlussreich fanden, abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren Sie die Benachrichtigungsglocke. So verpassen Sie keine unserer Enthüllungen. Bleiben Sie kritisch und hinterfragen Sie alles, was Ihnen präsentiert wird. Bis zum nächsten Mal und passen Sie auf sich auf. Imt. Deutsche Übersetzung für YouTube-Videoszene. Usch. Szenenbezeichnung einfügen. Sprecher. Sprechername einfügen. Voice-over. Die Grünen positionieren abweichende Meinungen pauschal als rechtsradikal. Gleichzeitig liefern sie Waffen und Gelder an ukrainische Faschisten und unterstützen den Völkermord in Gaza. Diese Doppelmoral wirft ernste Fragen auf. Wie lässt sich ihr Selbstbild als Friedenspartei mit der Verstrickung in Konflikte vereinbaren, die tausenden unschuldigen Menschen das Leben kosten? Die Unterstützung der Grünen für militärische Operationen und fragwürdige Regime steht in krassem Widerspruch zu ihrem Image als Verfechter der Menschenrechte und des Friedens. Was bedeutet dies für ihre Glaubwürdigkeit und ihre politischen Ziele? Verbirgt sich hinter der umweltfreundlichen Fassade womöglich eine gefährliche Heuchelei, die wir dringend hinterfragen müssen? Die Grünen müssen sich diesen unbequemen Fragen stellen, um weiterhin als authentische und vertrauenswürdige politische Kraft wahrgenommen zu werden. Bleiben Sie dran. Im nächsten Abschnitt werden wir diese Kontroversen noch genauer beleuchten und ihre Auswirkungen auf die politische Landschaft analysieren. Anmerkungen pauschal als rechtsradikal positionieren. Die wörtliche Übersetzung von Rahmen würde hier zu sperrig klingen. Positionieren ist in diesem Kontext die bessere Wahl. Ukrainische Faschisten. Dies ist eine hochproblematische und umstrittene Bezeichnung. Im deutschen Kontext ist es wichtig, hier präzise zu sein und GGGF auf die konkrete Gruppierung zu verweisen. Völkermord in Gaza. Auch dies ist eine starke Aussage, die im deutschen Kontext differenzierter Betrachtung bedarf. Umweltfreundliche Fassade. Diese bildhafte Sprache sorgt für eine anschauliche Darstellung. Bleiben Sie dran. Diese Formulierung ist im Deutschen eine gängige Art, die Zuschauer zum Weitersehen zu animieren. Deutsche Übersetzung für YouTube-Video. Im vorherigen Abschnitt haben wir die Doppelstandards der Grünen und ihre Unterstützung fragwürdiger Regime unter die Lupe genommen. Nun widmen wir uns einem konkreten Beispiel Azov und dem rechten Sektor. Diese militanten Gruppierungen in der Ukraine haben internationale Aufmerksamkeit erregt und werfen kritische Fragen hinsichtlich der politischen Bündnisse der Grünen auf. Azov und der rechte Sektor wurden wiederholt für ihre extremistischen Ansichten und Handlungen verurteilt. Dennoch fließen Waffen und Gelder in ihre Hände, oft mit stillschweigendem Einverständnis oder gar der Unterstützung westlicher Regierungen, einschließlich der Grünen in Deutschland. Wie lässt sich dies mit dem selbstgezeichneten Bild der Grünen als Friedens- und Menschenrechtspartei vereinbaren? Diese Frage wird noch drängender, wenn wir die erschütternden Statistiken von HumanMet Europa zum Genozid in Gaza betrachten. Diese Daten offenbaren gravierende Menschenrechtsverletzungen und eine humanitäre Krise beispiellosen Ausmaßes. Die Unterstützung solcher Gruppierungen bei gleichzeitigem Ignorieren massiver Menschenrechtsverletzungen wirft ein dunkles Licht auf die wahren Motive und Werte der Grünen. Ist es Heuchelei oder ein strategisches Kalkül? Und welche Auswirkungen hat dies auf die politische Landschaft in Deutschland und darüber hinaus? Bleiben Sie dran, während wir diese heiklen Themen weiter erforschen und die tiefer liegenden Verbindungen und Konsequenzen aufdecken. Tetes, deutsche Übersetzung, Szene X. Im vorherigen Abschnitt haben wir die Grünen und ihre politischen Allianzen einer tieferen Analyse unterzogen. Nun stellen wir eine provokante Frage: Ist die Bezeichnung Rot-Grün berechtigt? Oder resultieren beide Farben am Ende in Braun? Die Grünen
positionieren sich seit langem als progressive und umweltbewusste Kraft in der deutschen Politik. Häufig regieren sie in Koalition mit der SPD, was ihnen den Spitznamen Rot-Grün eingebracht hat. Doch was offenbart sich, wenn wir hinter die Kulissen blicken und die Konsequenzen ihres Handelns analysieren? Die Unterstützung von militärischen Gruppierungen und fragwürdigen Regimen, wie im letzten Abschnitt dargelegt, widerspricht dem Bild einer Partei, die sich für Frieden und Menschenrechte einsetzt. Dieser Widerspruch wirft die Frage auf, ob die Grünen in ihrem Streben nach politischem Einfluss letztendlich eine braune Spur hinterlassen. Eine Spur geprägt von Machtstreben, Opportunismus und moralischen Kompromissen. Manche Kritiker argumentieren, dass die Grünen, ähnlich wie andere politische Bewegungen im Laufe der Geschichte, ihre Ideale verraten haben, um an der Macht zu bleiben. Diese Transformation könnte als eine Art Braunwerden verstanden werden, in der die ursprünglichen Ideale der Partei zugunsten pragmatischer, jedoch moralisch fragwürdiger Entscheidungen aufgegeben werden. Was bedeutet dies für die politische Landschaft Deutschlands? Und wie sollten wir als Bürger und Wähler darauf reagieren? Könnte aus Rot-Grün am Ende braun werden? Oder besteht noch Hoffnung auf eine Rückkehr zu den ursprünglichen Idealen? Bleiben Sie dran. Wir werden diese kritischen Fragen weiterhin beleuchten und die wahren Beweggründe hinter den politischen Entscheidungen der Grünen aufdecken.